22% Mitgliederschwund während der Corona-Pandemie, nun Inflation und Energiekrise. Die Herausforderungen, vor denen die Sportvereine im Land stehen, sind derzeit vielfältig. Wie Energie einsparen, wie Kosten senken. Selbst beim mit rund 4000 Mitgliedern starken SV Hennstedt-Ulzburg, dem viertgrößten Verein des Landes, ist das ein großes Thema. Letztendlich ist ja nicht nur der Reha-Bereich, sondern der komplette Fitnessbereich davon betroffen. Der Gerätepark, Krafttraining ist davon betroffen, Fitnesstraining ist davon betroffen. Also jede Altersgruppe, die hier trainiert, ist davon betroffen. Wir bauen Tore selber, versuchen die Mitglieder mitzunehmen, darauf zu achten, da noch Einsparmaßnahmen vorzunehmen. Kurse haben wir bereits zusammengelegt, dass man da noch sich die Heizkosten spart. In ihrem Fitnesskurs lüften sie jetzt weniger, geben dafür bei den Übungen mehr Gas, denn die Raumtemperatur wurde um 2 Grad Celsius abgesenkt. Ja, ne, am Anfang ein bisschen fröstelig, vor allem wenn man so früh anfängt und es ist tatsächlich ein bisschen hemmend, so in Bewegung zu kommen, und die 2 Grad machen sich bemerkbar. Umkleide, Duschen, natürlich auch der Raum, wenn man anfängt, das merkt man definitiv. In den vergangenen Tagen kamen die Abteilungsleiter aller Sparten zusammen. Brainstorming, schauen, wo noch gespart werden kann. Denn 100.000 Euro beträgt der Energieetat für den gesamten Verein. Rosario Cassara rechnet mit einer Verdopplung der Kosten. Da waren wirklich sehr gute, kreative Sachen dabei. Zum einen Kosten einzusparen, aber auf der anderen Seite auch die Einnahmen zu steigern, Turniere zu organisieren, mehr Mitglieder zu gewinnen. Und so versuchen wir das Ganze ganzheitlich zu machen, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge ist hier erst das letzte Mittel, wenn alles Weitere nichts mehr hilft. Bis dahin werden andere Möglichkeiten ausgeschöpft. Gerade hat der Verein auf eigene Kosten für mehrere tausend Euro 200 energiesparende LED-Röhren für die Hallendecke gekauft. Bis zu 66% Energieeinsparung erhoffen sie sich hier. Doch nicht alle Vereine haben Möglichkeiten wie der SV Hennstedt-Ulzburg, weiß Thomas Niggemann vom Landessportverband. Wir sind im sehr guten Gespräch mit unserer Landesregierung und hoffen ganz stark auf ein Entlastungspaket für den Sport, das dann möglichst schnell und schlank in Form finanzieller Anreize an unsere Vereine und Verbände weitergegeben werden kann. Selten zuvor gab es solch eine Anhäufung von Krisen in der Welt, die sich auf die Arbeit in den Vereinen oft ehrenamtlich auswirken. Sportliche Herausforderungen, die es jetzt zu meistern gilt.